Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei der EM 2024 in Deutschland. Ja, Gruppe C war auch gerade 2 zu 0 die Dänen. Ja, und jetzt Serbien gegen England. Und ja, wir starten mal einfach hinein und anfangen tun wir mit den Serben. Die haben ziemlich starken Kader, wie ich das so finde. Wenn man hier was schauen. Wer dabei ist und wer nicht, weil ein bisschen kennt man sie dann doch. Ja. Auf jeden Fall dann ein 5-2-2-1-System. Mit Milinkovic-Savic, einer der Brüder, der aber im Tor spielt bei den Serbien. Dann links Kostic, rechts ist Živković und dann Milinkovic, der mit Florenz im Finale stand. Dann Babic mit drinne und Pavlović mit in der Innenverteidigung. Dann zentral mit Ilic und mit Gudje. Und damit den anderen Bruder Milinkovic-Savic offensiv im Mittelfeld neben Tadic und vorne ist Mitrovic. Auf der Bank haben wir dann Vlahovic, haben wir dann Maksimovic, Lukic, Viradonic und dann Firkovic und Mitrovic wie auch Petrovic auf der Bank und dann Rebic, Koric und Co., die definitiv auch Alternativen sein können bei den Serben. Dann muss man natürlich auch schauen, was machen die Engländer? Wie gehen die das Ganze an? Dann sieht es wie folgt aus. England also mit einem 4-4-1-1-System. Ja, Pickford ist im Tor, dann Stones, wie auch Maguire in der Innenverteidigung. Ja, Walker rechts, links ist Trippier, dann Rice im zentralen Mittelfeld zusammen mit Alexander Arnold, dann Foden links, rechts ist Saka, Jude Bellingham offensiv im Mittelfeld und Gary Kane der Kapitän. Vorne drin, dann die Bank mit Wilkins, mit Grealish, mit Rashford, Carragher, mit Tomori, mit Cavill und Randall. Dann mit Madison, der muss auf jeden Fall mit. Ja, dann er als Carragher. Dann haben wir hier noch Henderson, ja, die hier noch Ersatz wie So, Kanter, Forster. Also auch dann noch alles interessante Jungs. Ja, dann ist es so. Ja, wir werden mit den Engländern spielen. Und ja, Leute, lasst uns einfach mal hineingehen in das zweite Spiel. Auf Schalke spielen wir. Auf Schalke das Ganze. Schalke ja nicht so besonders performt in der zweiten Liga in der Saison. So, sind wir gespannt. Los geht's mit Halbzeit 1. Haben wir unglaublich starke Spieler in den Reihen. Allein schon mit ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham und stark von Maguire Foden. Rice, Stones.
Den baut ihr mit auf. Tripper. Aber die Serben mit gutem und frühen Druck. Serbe nicht so ein großer Außenseiter, wie man vielleicht so erscheint. Eine ungeheuer gefährliche Mannschaft mit auch einigen harten Spielern. Mitrovic kennt man aus England, aus seiner Zeit bei Fulham, Kostic, Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt, jetzt der Juventus Turin, Foden, Dribber, Saka in der Mitte, Kane kommt auch, aber nicht so wirklich anspielbar. Das ist Bellingham, versucht den ersten Abschluss, kommt nur nicht durch, dieser Schuss. Aber der kommt dann doch irgendwie noch an. Foden. Wieder Foden. Stones mit Maguire. Wirbar. Ah, das ist abwartendes Spiel der Engländer, weil die Serben gut drin stehen in der Verteidigung. Oh, den Ball kann er abfangen. Nicht so gut geworfen, würde ich mal sagen. Aber direkt jetzt wieder die Engländer mit Saka. Saka, er hat Tempo, aber es nützt alles nichts. Aber die Serben machen es klasse. Saka. Stark vom Mann des FC Arsenal. Bellingham. Press. Arnolds. Oh, der geht aber. Das ist mal gute Annahme. Jetzt mal Richtung Foden. Nicht gut gespielt. Ball aber im Aus. Einwurf England. Boah, erste Flanke. Harry Kane kommt aber nicht ran. Auch der anlaufende Füllforden worden nicht. Vielleicht jetzt mal aus dem Konter. Drüber. Boden. Foden, ja, ist er doch der erste richtig gute Abschluss der Engländer.
Er soll in Richtung Hurricane. Arnold! Guter Abschluss des Mann vom FC Liverpool. Da ist Kane-Latte. Der Abschluss von Nathan Rice. Nächste Flanke! Wie? Mitrovic. Boah, nächster Abschuss. Komm, jetzt wenigstens die Abschlüsse. Als Bellingham, den kriegt er genau auf den Fuß. Und der Platz wird durch Jude Bellingham. Eiskalt ausgekontert. Und Bellingham ist der Mann, der das selbst inszeniert hat. Der Mann von Real Madrid. Ehemaliger Dortmunder, sein Bruder Jupp. Umworben vom BVB. Mal gespannt, ob das Fuß annimmt. Jupp, ja, gutes Wort hingelegt für den BVB. Ja, und ich glaube, das wird eine Kleinigkeit sein, bevor der Transfer dann über die Bühne geht. Da ist mich jetzt einfach mal so der Meinung, einfach mal frei raus. Was? Boden. Freistoß England nach Foul am 5 Boden. Mann von Manchester City. Da kommt Stones dazwischen. Das Ball kommt, aber wird nichts. Halbzeit auf Schalke 1:0 die Führung für England. Das ist Saka mit einer guten Bewegung. Saka ein bisschen zu spät. Den lässt er nach vorne prallen. Bigfoot. Welcome Stones.
Eben, der war gar nicht so gut. Den hat Pickford. Ah, es wird hier kein Zuckerstück mehr. Das ist auch noch Flauowitsch im Spiel. Der Abschluss. Was machen die beiden da? Ich habe extra nichts gemacht und da fällt der Ausgleich der Serben. Milinkovic, Savic. Oh, da ist die Chance für Saka. Dummer Bock in der Abwehr der Engländer. Und ich will sagen, aber Sündenbock anscheinend war wieder Maguire. Und jetzt wird's richtig dick. Den wird aber gehalten vom Pickford. Saka. Der den Ball nicht durchgespielt. Wieder der falsche Pass von Chaka. Saka meine ich. Und jetzt hier der Pass auf Foden. Und der bleibt ruhig, wartet auf Harry Kane. Der schlägt dann zu zum 2:1 für England. Aber dann ein bisschen weit raus und dann weiß natürlich der Harry Kane, was er zu tun hat. Der Mann vom FC Bayern. Okay. Muss ich den Ball aber zurück? Ja, Saka muss vielleicht ein bisschen entgegenkommen auch. Das ist hier und da aber auch noch nicht perfekt, was die Engländer spielen. Das riecht natürlich dann auch die Serben. Spielaufbau jetzt wieder bei den Engländern. Ja, das ist sehr ruhig. Die Engländer hier spielen. Okay.
Hannover erfolgreiches Pressing. Der Serben. Wow, sehr gut verteidigt der Engländer. Mal so ein kleines Risiko. Jetzt mal sagt er, der Gas gibt. Ja, den wollte er so riesig reinschieben. Das geht dann natürlich auch nicht gegen den Minigold Savage. Oder den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Und da hat Kane keine Kompromisse. 3-1 England. Ist es aber auch verdient. Muss man so sagen. Ganz klar. Auch dominiert, zweite Strecken gespielt, oftmals auch noch ein Hänger drin, aber sonst sehr auch dominant gespielt. Gegen doch aber gut pressende Serben, mutige Serben. Aber gegen die spielt man nicht gerne. Der Einsatz. Wieder gut dazwischen. So, jetzt kommen die Wechsel bei England. Hier bleibt Savic schon vorne. Guter Schuss. Ich darf sich nochmal auszeichnen und das war's. 3-1 gewinnt England. Ja, aber mit guten, richtig guten Chancen mit auch der Serben, aber unterm Strich halt verdienter Sieg für England. Und ja, dann sehen wir mal im nächsten Spiel und da treffen die Rumänen auf die Ukraine. Da sind wir mal gespannt und. Ihr bleibt am Ende sportlich und fair und gesund und vor allem auch nicht vergessen, Feedback geben, Like da lassen, Abo da lassen, alles kostenlos. Dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.